Das ist eine gute Frage. Nichts zu tun. Ja, wenig. Meine Friseurin ist zwar türkisch, aber die ist ein ganz normaler wie ein anderes Mädchen auch. Schwierig. Nicht alle. Gibt es auch Eingebildete, aber ich kann nicht sagen alle. Vielleicht sind die viel zu hübsch, deswegen sind die eingebildet oder sind die was Besseres. Also ich würde sagen, dass es die hochnäsigsten sind, ja. Frauen, Mädchen. Doch. Also ich sag mal so, türkische Mädels, es gibt manche, die sind hochnäsig, aber es gibt auch manche, die sind wirklich hübsch, muss man sagen. Was? Die sind doch nicht hochnäsig? Nee, finde ich gar nicht. Doch, na klar, ich habe eine gute Freundin. Türkische, gute Freundin. Nett, aufgeschlossen. Tolerant auf jeden Fall. Ja, schon, finde ich schon, aber was soll ich dazu sagen? Na, ich denke nicht so. Kommt drauf an, oder? Also in der Grundschule hatte ich eine, die war ganz normal. Irgendwas was Besseres. Aber ich weiß nicht. Machen ja noch Fashion Killer, sind behaart. Spaß, doch nicht alle. Sag bloß nichts Falsches. Ja gut. Ja gut, ich meine, die türkischen Mädels sind halt einzigartig. Ne? Manche sind natürlich eingebildet, manche nicht. Ja, die Hübschen sind meistens diese Hochnäsigen. Ja, gell? Aber krass. Aber es gibt auch manche, die sind behaart. Oh, aber richtig. Die sehen aus wie Wolf. Aber es gibt richtig schöne. Nein, den Eindruck habe ich nicht. Warum? Ich bin damit noch gar nicht so in Kontakt gekommen, würde ich jetzt mal sagen. I think that Turkish girls are very beautiful. I think they look very exotic. I think a lot of guys think this, but I think that the family from the Turkish girl make the situation hard. It's not a lot of Turkish women. Meistens sind eigentlich lustig drauf, aber manche sind auch echt hochnäsig. Wie gesagt, und unsere Kenntnis über türkische Mädels. Sie werden oft Chayas genannt, sind aber eigentlich immer alle ganz nett. Also nicht hochnäsig. Die jammern über alles rum. Den kannst du nicht recht machen irgendwie. Wenn du nur eine hast, die in Ordnung ist, dann hast du eben Glück gehabt, ne? I have never made a friend with Turkish women. When I see them, I would like to make a friend with them. Sie sind super, sehen toll aus. Ich liebe die türkischen Mädchen. Würde ich eher als dominant vielleicht bezeichnen, aber ist auch generell gar nicht mein Ding. Keine Ahnung, hab noch keine Türkin gehabt bis jetzt. Langweilig. Wenn man halt so mit gehobenem Kinn durch die Stadt rumläuft, ja, dann ist man hochnäsig, aber es kommt nicht auf die Kultur an. Das sind auch die, die am meisten Schminke im Gesicht haben, sage ich mal so. Schreiben, türkische Mädchen. Schwer, echt, ja. Okay, warte, ich überleg kurz. Nee, ich schaff's nicht, ey. Tut mir leid, das ist echt eine schwere Frage. Das kann ich jetzt nicht sagen. Nein, das mache ich jetzt nicht. Tut mir leid, aber dazu äußere ich mich nicht.